Erstmal ein fröhliches Gut-Kick in die Runde und damit willkommen zurück zum AS Sozial TV. Spiel teilzunehmen. Ich gebe dir recht, das war das ein oder andere Mal ein bisschen zu zentral. Aber ich sehe da halt auch irgendwo für mich die Möglichkeit, ins Spiel mit einzugreifen. Ja, aber wie gesagt, ich finde halt zum Beispiel jetzt bei euch beiden, dass ihr seid ja quasi so die linke Seite in Anführungszeichen. Also ihr solltet das unter euch ausmachen, finde ich. Also, dass ihr halt wisst, wie sind die Laufwege, was erwartet der andere und so. Das machen ja, weiß ich, Oberkorn und. Oberkorn und Arne auf der anderen Seite, die spielen natürlich schon jahrelang zusammen, aber die haben das ja auch, haben sich da auch finden müssen. Und nicht, also ich würde es halt nicht, ich würde nicht stillschweigend irgendwie was ändern an meinem Spiel, weil ich das Gefühl habe, sonst nichts, sondern ich würde es halt ansprechen, weil mir das halt betrifft. Oh. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau. Er zieht ab. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diesem Begegnung. Ja, aber diese hohe Flanke vom Bot auf den Bot über 8 Meter war ja schon blödsinnig. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Sie gehen dazwischen. Jetzt können Sie es machen. Das war ganz eiskalt. Hält diesen Ball. Wichtig wäre der Doppelpack gewesen. Aber die Chance hier kann sie entschärfen. Sieht gefährlich aus. Sie können den Ball erstmal abkommen. Ah, oh, Scheiße, wollte ich dich mitnehmen. Yilmaz. Bayer. Gulasch. City im Angriff. Gute Pässe jetzt, immer wieder. Ja, könnte was werden. Alfonso. Bayer. Yilmaz. Da fangen sie den Pass ab. Vorstoß von den Foxes. Ball ist weg. So hingeht, was soll der Schiri machen? Gelb für die Aktion. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Spielt den Ball kurz. Oh, schön. Was für eine Rettungstat gehalten. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Wichtiges Tackling hier. Er lässt den Gegner stehen. Blockt den Schuss erstmal ab. Schade, schönes Spiel. Wird Ecke gegeben für die Foxes. Ecke kommt. Yilmaz. Fischer. Schön.
Die Fox ist im Angriff. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Bayer. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Sie spielt den Ball direkt zurück. Jetzt könnte die Flanke kommen. Keine gute Aktion. Da kommt der Schuss. Ein guter Block hier. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Ach Gott, was für ein Ball auf dich, Martin. Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Oh. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Super Aktion. Sorry, Mann. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Bayer. Schön. Gut aufgepasst. Da kommt er an den Ball. Vorteil. Spieler weiter. Ja, das ist doch gut. Aber jetzt wird doch noch auf Freistoß entschieden. Vorteil abgepfiffen. Könnte der Ausgleich werden? Oh, er hat geblockt. Vorne der Ballgewinn. Gefährlich! Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Jetzt könnte er weiter. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. Stark dazwischen gegangen, nicht zum ersten Mal heute. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1-0. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nach diesen ersten 45 Minuten noch keinen späteren Sieger ausmachen. Ja, da muss man generell vorsichtig sein, aber natürlich ganz. Nein, das geht nicht, dass ihr auf der zweiten Konsole Elden Ring zockt. Geht nicht. Haltet die zweite Konsole aus, konzentriert euch hier auf das Spiel. Komm. Nee, das geht. Wenn das so wäre, dann würdest du viel mehr gequälte Geräusche im Chat hören. Die Pause ist zu Ende und wir freuen uns auf die zweite Spielhälfte. Wenn man mal wieder gestorben ist oder seine Runen verloren hat oder so. Alfonso. Platz zum Flanken hier. Gulasch. Geduldiger Aufbau. Ball wieder zurück. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Was macht er draus? Alfonso. Wird das jetzt gefällt? Ach, jetzt. Oh, die Schuhe ist echt gut. Verlagern das Spiel auf die andere Seite. Können Sie verkürzen? Stark vom Tor.
Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Brilliant. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Der Blick auf den Ballbesitz zeigt Vorteile für City. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Abseits. Nicht darauf, was der Gegner macht. Wo ist der Gegner? Und das Resultat ist dann diese Abseitsentscheidung. Ah, da waren sie in der Mitte zu unbeweglich. Da müssen sie aktiver sein. So ist das. Oh Gott! Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Unaufhaltsam. Fischer. Das ist die Chance. Immer noch gefährlich. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsstart. Geht dazwischen und hat den Ball. Hartes Einsteigen, aber Vorteil, kein Pfiffspiel, geht erstmal weiter. Die Fox ist im Angriff. Er kann sich durchsetzen. Macht er ihn! Oh, shit. Jetzt haben sie den Ball wieder. Sie holen sich den Ballbesitz. So, ach Gott, man. Ach, scheiße, ich habe ein Spiel gemacht. Klasse Aktion. Stark. Episch. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Aber wir sehen es. Ballverlust. Jetzt der Angriff von den Foxes. Die Foxes mit dem Ballverlust. Ich glaube, das können wir noch 2 Stunden machen. Regulär ist eine 5 Stunden vorbei. Bayern. Das auch übergreifend bis zum nächsten Spiel. Yilmaz. Pass kommt nicht an. Na, lauf einfach mal mit dem Ball, anstatt zu spielen. Schön vom Ball getrennt, das war eine wichtige Aktion. Bayer. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Den Ball geben sie jetzt nicht mehr her. Klar, das ist frustrierend und das gefällt nicht allen. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Sie ziehen hier ihr Passspiel auf, bewegen sich gut, lassen den Ball exzellent laufen. Immer wieder schön zu sehen. Das nimmt man. Was für eine Chance. Postschuss. Vorne jetzt die Balleroberung. Oh. Da ist die Chance. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Ja, könnte was werden. Da haben sie jetzt den Ball. Ja, guter Pass. Gulasch.
Was macht er draus? Ah. Und jetzt setzen sie noch einen drauf. Und die einzig gute Nachricht für den Gegner, gleich dürfte Schluss sein. Wir sind am Ende dieses Spiels angekommen. Ich habe noch eine Bitte oder einen Vorschlag, wie auch immer. Aus meiner Sicht machen die Abschlüsse keinen Sinn. Die gehen immer auf die drei kleinen Also, noch nächste Woche wieder ein. Titel, Tore, Tränen.